Naja, ich würde mich beschreiben als tatkräftig, engagiert, bodenständig, naturverbunden, Familienmensch. Na, ich glaube, die sehen mich als energiegeladen, als verbindend, im Sinne auch von lösungsorientiert, aber auch entschlossen und kämpferisch. Also das eine Erweckungserlebnis gibt es nicht. Ich mag Menschen und ich habe schon eben, was Sie mit 13 habe ich halt Ministrantenlager organisiert und dann war ich Landesschulsprecher und ÖH-Vorsitzender. Also diese Lust, mit Menschen gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die habe ich immer schon gehabt. Und dann das Bildungsthema. Da habe ich das Gefühl gehabt, keine Sau interessiert sich ernsthaft dafür in der österreichischen Politik. Es gilt nur Parteibuchwirtschaft und Lehrergewerkschaft und so weiter. Das war für mich zum Verzweifeln. Naja, da bleibe ich bei der Bildung. Also ganz klar eine Bildungswende von unten. Ich würde den Schulen mehr Freiheit, Verantwortung geben, mehr Schulautonomie, die Kindergärten aufwerten, die Volksschulen aufwerten. Also volle Aufmerksamkeit für die Talente, Potenziale unserer Kinder. Parteibücher raus. Und wenn ich einen zweiten Schuss habe, dann ein entschlossenes Paket, damit die Steuernabgaben sinken. Die Menschen brauchen mehr Geld in der Geldtasche. Das ist ganz wichtig auch. Ja, dann trinke ich Wasser. Wenn es so geht, wie man es vorgestellt hat, dann trinke ich Bier. Und wenn es über dem Ziel ist, dann gibt es einen Sekt am Pinken.